Ja, und wenn es noch Fragen gibt, an der Stelle gerne. Ja. Mich würde mal interessieren, warum Sie so vehement zu einer niedrigeren Aufstockung durch den Arbeitgeber also dafür plädieren. Weil ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, dass wenn ein Unternehmen gewinnträchtig ist, dass die Möglichkeit, Liquidität in den steuerfreien Raum zu schieben, sehr interessant ist. Und wenn das Unternehmen genug Mitarbeiterfluktuation hat, zusammen mit diesem 30% Steuervorteil, dass sich das ja in der Regel dann mehr als... Nein, es rechnet sich natürlich. Ja. Mein Beratungsansatz ist immer auf den Unternehmer bezogen. Ja. Der Unternehmer soll sich keine größere Verpflichtung aufbürden, als sein muss. Das heißt, ein Unternehmer ist nicht benommen, irgendwann einmal später Aufstockung zu machen. Ich sage, okay, 50%, wir merken es. Wir haben Teilnahmequoten, die irgendwo im Durchschnitt bei 80% liegen. Manchmal 75, manchmal 80. Wenn die Unternehmen ein bisschen kleiner sind, mit 20, 30, gerne mal 90 und 100% Teilnahmequoten. Das ist mal der eine. Das ist der eine Punkt. Das heißt, mehr Motivation kann es ja nicht geben. Mehr als fast alle können nicht mitmachen. Das ist mal der eine Punkt. Und mit Überschüsse, Übergewinne, da kann der Unternehmer immer gern was machen. Er kann sagen, liebe Mitarbeiter, ihr, die noch da seid, ihr kriegt jetzt einen Zuschuss schlichtweg obendrauf. Ich habe jetzt neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der sagt, also in der Mitarbeiterschaft ist es extremes Misstrauen. Alles, was mit Altersvorsorge zu tun hat, ist halt automatisch in der Versicherungsschiene, dass diese zweieinhalb bis dreifache Rente, wie begreifen das die Leute denn, dass es tatsächlich so stimmt? Das begreifen schlichtweg durch einen Mitarbeitervortrag, in dem man das Konzept ganz einfach und transparent darlegt. Und wenn ich sage, pass auf, liebe Mitarbeiter, wir lassen die Wertschöpfung, die bei der Versicherung landet, bei der sich die Versicherung den Turm baut, die Wertschöpfung lassen wir im eigenen Unternehmen. Wir verzinsen euch das mit 2,5%. Das gibt es auf keinem Sparbuch. Genauso wie im Sparbuch wird der erste Euro verzinst. Ob ihr ausscheidet nach 3, nach 5, nach 10 Jahren, was ihr umgewandelt habt, es wird der erste Euro verzinst bis zu euren Renten beginnen. Die Mitarbeiter wissen es genau. Die haben alle schon mal Versicherung verkauft. Die Schwiegermutter oder die Schwägerin hat schon Versicherung gekündigt. Die kennen die schlechten Rückkaufswerte, die kennen die Sternoverluste, die kennen von irgendwelchen Informationen, dass trotz Einzahlen die Leistungen jedes Jahr weniger werden. Die kennen da wirklich viel. Es ist keine BAV-Verdrossenheit, es ist eine Versicherungsverdrossenheit. Und die Versicherungsverdrossenheit entsteht durch eine vielfältige Information in der Presse. Schaut man wirklich nur die Artikel an und steht dann drin im Handelsblatt. Versicherer frisieren ihre Bilanzen. 14,5 bis 20 Jahren werden erst die eingezahlten Beiträge erreicht. Oder es steht drin, Versicherer in schwerer See. Oder es steht drin, Munich Re Vorstand Zweifel am Geschäftsmodell der Lebensversicherung. Oder es steht drin, dass die Versicherung feiern lässt, weil sie 8% in Aktien und 8% in Immobilien investiert hat und nur den Rest in Staatspapieren und die anderen noch mehr in Staatspapiere haben. Wenn wir uns Eurokrise anschauen, unsere Staatspapierkrise, das sind Themen. Und ich habe vor kurzem auch erst eine Studie gelesen, die ist von Mercer gemacht worden. Ich weiß nicht, welche Zeitung, Financial Times oder Handelsblatt. Ich bin mir sicher, was gestanden ist, also im Versicherungsjournal. Was war drin gestanden? Die Mitarbeiter sind zu 75% an einer betrieblichen Alterssorge interessiert. Bloß die Teilnahmequoten sind deutlich weniger. Klar, weil die Versicherung für sie nicht relevant ist. Wenn so alt kann der Mitarbeiter teilweise gar nicht werden, dass er das eingezahlte Kapital rausbekommt. Dass er einen Anlagehorizont von 20 Jahren braucht, um das eingezahlte Kapital zu erreichen. Wenn er nur 100 Euro umwandelt, dann weiß er, aus den 100 Euro werden nach so und so vielen Jahren 200. Das sind nicht weniger, nimmt keiner was weg. Und das sind Dinge, wenn man die wirklich transparent erklärt, auch sauber, wie es funktioniert, was gemacht wird, nicht als Blackrock der Mitarbeiter, sondern das ist die Betriebsrente, das ist unser eigenes Versorgungswerk. Das führen wir hier epochal im Unternehmen an und ein, weil wir für die Mitarbeiter was tun wollen, weil wir das Unternehmen auch fördern und stärken wollen, weil wir attraktiv sein wollen.
dann ist auch die Akzeptanz sehr groß.